An der Startstelle, drei, vier Pferde nur noch außerhalb, Meadow Dew kam heran. Die beiden Vertreter aus dem Quartier von Matthias Schwinn müssen noch einrücken, La Havana kommt heran. Und dann warten wir, glaube ich, nur noch auf Betsy Köth, dann kann es losgehen. Auch Betsy Köth in Position, Stahlklar drittes Rennen. Und Boxen auf zum BMW Autohaus Timmermanspreis. Super Start gleich an der Außenseite von Betsy Köth, die das Kommando übernehmen kann. Dahinter sehen wir Meadow Dew gleich in prominenter Position. So geht es in flotter Fahrt hier bergab. Außen hat sich auch zügig dann Kimara verbessern können. So geht es an vierter Position mit Ruby Lana und dicht auf auch ohne Tadel hier in den Bogen ausgangs der Kastanienallee hinein. Kimara ist jetzt außen an die Spitze gezogen. Kimara vor Betsy Köth. Dahinter Meadow Dew auf dem dritten Platz. An der vierten Position ist ohne Tadel dicht auf. Und so geht's nun bergauf und da macht Meerwind etwas Bodengut an sechster Stelle, kann sich etwas voranbringen. Schlusslicht ist aktuell Nimble hinter La Havana und Luna Prospect. So geht es oberhalb des Berges weiter mit des Anstieges mit Kimara an der Spitze. Kimara vor Betsy Köth an zweiter Position, Meadow Dew bleibt dicht auf, innen dann auch Ruby Lana in vierter Position auf der Lauer liegend. Dahinter sehen wir dann die Farben von Meerwind und weiter außen versucht ohne Tadel. Die Zielgerade ist erreicht, 400 Meter noch. Die Angriffe kommen jetzt auf Kimara. Da ist in der Bahnmitte Meerwind zur Stelle. Meadow Dew außen wirkt im Moment noch nicht so durchschlagskräftig. Jetzt kommt aber ohne Tadel außen ins Rollen. Ohne Tadel mit Schwung jetzt hier vom vierten, fünften Platz herangekommen. Aber Meerwind führt 200 Meter vor dem Ziel. Meerwind innen noch kämpft Betsy Köth. Außen ist ohne Tadel. Banzai wird jetzt noch stark in der Schlussphase. Vorne ist Meerwind. Meerwind kämpft. Außen ist der Angriff zu sehen. Vorne ohne Tadel. Und innen bleibt Betsy Köth dran. Aber Meerwind hält es aus. Gewinnt vor Betsy Köth. Dann ohne Tadel. Banzai, Kimara, Luna Prospect, Ruby Lana, Meadow Dew, Nimble und schließlich La Havana. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch des dritten Rennens. Im BMW Autohaus Timmermanspreis Lauf zur Sportwelt Amateur Trophy siegte mit der Programmnummer 3 der vierjährige Arayon-Sohn Meerwind. Auf dem zweiten Platz die 1 Betsy Köth und auf Rang 3 die 6 ohne Tadel. Vierter dann die 10 Banzai mit einem kurzen Kopf vor der 9 Kimara. Für den Toto also 3-1-6. Und damit ein Treffer, der in die Niederlande geht. Roy van Eck im Sattel für die Dutch Master Stables, den Meerwind gehört. Und Lucien van der Meulen im Boxmeer ist der Trainer. Wir gratulieren.